Ja, hallo, ich bin Charlie von Jungschau und wir haben gerade entschieden, oder ich habe gerade entschieden, ich meint, ihr habt nicht viel Entscheidungsrechte, dass ich den großen Graben nicht mehr weitermache, sondern hier jetzt endlich weitergehe. Ich denke nicht, also Artefakt war da ja eh nicht, dass da noch irgendwas Besonderes wirklich ist, was ich unbedingt bräuchte. Ja, ich habe eigentlich, hier da unten habe ich nur Todessprung. Diese Kombination aus einem hohen Sprung und einem tödlichen Angriff, besonders gegen Feinde aus der Luft geeignet. 45.000. So langsam übertreiben sie so mit den Zahlen, die ich haben muss. Langsam kostet mein Heilen auch schon 400. Reicht voll. Dann gehen wir mal weiter. Vielleicht treffen wir ja bei Jay. Die Steine. Und hier ist gleich schon ein neuer Gegner. Nee, Feuerkristall. Feuerkristall, bin ich ein gegen Feuer und ladet Ayumis Klinge mit Feuer und Magie auf. Oh, nicht schlecht. Dann. Ich frage mich, ob ich ihn damit jetzt besiegen kann. Oder hole ich mir jetzt schnell kurz meinen Feuerball wieder. Gut, ich hole mir kurz meinen Feuerball wieder. Falsch. Alter, ich kann mich ja nicht mal bewegen. Hatte nicht eins mal gereicht. Ist das nicht mein Feuerding? Alter. Alter, die verfolgen mich ja. Von lange sogar. Dann nehmen wir auch meinen Teleport. Den normalen aber. Ich glaube, der kostet weniger gegen. Ich kann mein Teleport gerade gar nicht machen. Ah! Hey, warte! Ach ja, warte. Warte noch mal kurz. Ich habe meinen Timer nicht gestellt. Hört man bei mir so selten. Mich währenddessen voll auf. Ah, die kann ich auch mit Feuer loswerden, aber. Kann ich die sogar vielleicht mit Feuerklinge loswerden? Anscheinend nicht. Wie viel hat denn dieses Eisklumpenviech diesmal? Okay, das geht nicht. Mein Leben zieht mir ja nicht viel ab, aber trotzdem, wie viel hat dieses Freud-Eier? Ja, ich habe mir meine Dings an. Meine Klamotten, die mir auch ein bisschen Leben wiedergeben. Aber jetzt warte doch mal kurz. Alter! Viele sind dann von denen da. Mal was anderes. Irgendwie so ein Rage-Ding noch. So. Ich
weiß nicht, ob die dadurch überhaupt Schaden nehmen. Aber scheint so. Oder auch nicht. Chill doch mal, Digi. Alter, kann ich mich auch mal bewegen? Somit so gar nichts mehr und laufen ist gerade auch ein bisschen schwer geworden, muss ich gestehen. Artefakt-Element. Ja, okay, ich muss zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich weiter kann. Also wieder. Ach so, die Ruinen 2, da komme ich her. Aha, ich bin also nur zurückgelaufen. Yay, ich muss das Ding von vorne bekämpfen. Ich Idiot, ich hätte nicht zurücklaufen sollen. Yay, das war so schlau von mir zurückzulaufen. Kann ich den ganzen Scheiß nochmal machen? Bin ich glücklich, dass ich zurückgelaufen bin. So, das opfern wir jetzt einfach mal, weil ich dachte, umso schneller, umso besser. Schon leben, bin ich auch wieder zusammen. Natürlich, selbst wenn die Tür rot ist, ne? Dann kann das ja nicht sein, dass es in der anderen weitergeht. Aber manchmal können wir jetzt... Alter, wie viel hat dieses scheiß Eisviech? Ich habe das jetzt bestimmt schon 10, 15 Mal getroffen in der anderen Folge auch. Also in der anderen vorigen Versuchung, dieses Viech zu töten. Oh, warte, warte. Das erste Ding, was ich da auch noch versucht. Vielleicht kann ich wenigstens wieder angreifen. Sagte sie und traf daneben. Also damit glaube ich, mache ich ihm überhaupt gar keinen Schaden. Aber was heißt ihr Schaden? Ich nehme mal einen Energiestein. Alter, so langsam wird es echt nervig, dass ich hier nicht weiß, was man soll. Ich meine, ich bin ständig zu so einem komischen Eisklumpen gemacht. Und das war's. Das ist mir auch keine Hilfe. Wie viele Dinger... Achso, da oben. Ich sehe die Leiste gerade. Ups. Und sagt ihr mir denn nicht, dass da eine Leiste ist? Und ich heule hier rum und heule rum und niemand erzählt mir von dieser komischen Leiste. Läuft euch. Das hättet ihr mal ruhig sagen können. Bestimmt habe ich jetzt geschafft. Alter, das ist eine Leiste. Du siehst sie nicht. Tut mir leid. Das wollte ich gar nicht. Ich habe mich verdrückt. Komm mal. Ich muss warten, bis die Steine wieder da sind.
Keine. Nee, auf euch habe ich nicht gewartet. Auf dich habe ich gewartet. Alter, von hinten immer noch. Wie weit folgt mir dieses Viech denn? Ein bisschen sehr weit, ne? Du bist mir überhaupt gar keinen Schaden dadurch. Hier habe ich auch gar keinen Stand davon. Ja, nochmal gucken. Nö. Hätte ich mir also von Anfang an sparen können. Nächstes müsste wieder ein Stein kommen, aber kommt noch nicht. Verdammt, das hat mich getroffen. Na gut. Dann hau ich dir einen hinterher. Soll ich Strafe dafür, dass du mich getroffen hast? Da ist er. Ich hab ihn. Jetzt kann ich es endlich fertig machen. Yay! Hoffentlich. Wenn eigentlich so viele von denen wären. Ich bin trotzdem tot. Überlebt das mehr als du. Sieg, endlich. Wird ja auch Zeit. Ich meine, wie lange musste ich gegen dieses komische Viech kämpfen? Viel zu lange. Viel zu lange. Und ich wusste auch nicht unbedingt, was dieser Feuerkristall für einen Sinn hatte, weil es hat mir eigentlich nicht viel gebracht, dass meine Klinge schon Feuer bekommen haben. Es hat mir nicht nur ein bisschen viel gar nichts gebracht, sondern überhaupt gar nichts gebracht. Spiel macht voll süchtig. Gut, dann haben wir alles. Außerdem will ich wissen, wie es mit Ayumi und Jay zu Ende geht. Werden sie sich wiedersehen? Oder wird er böse? Wird die Macht mit ihnen sein? Nein, das ist gezogen. Yay! Läuft voll. Die Muschel. Ich wollte mal gucken, wie viel. Ach, 45.000 brauchte ich dafür. Ja, das dauert ein bisschen, bis ich die zusammen habe. Fangen wir gleich glücklich an. Ich hätte ja eigentlich das Ding. Ach, warte. Ich habe noch das Falsche drin. Einmal. Dich für oben und einmal schon unten. Ah, das war das Falsche. Ich wollte eigentlich das Viech nehmen. Also das andere Viech. Also diese Maschine. Mit dem ist alles so viel einfacher. Immer erstmal die Maschinen. Irgendwie ist es ein bisschen grün im Hintergrund, war das wohl auch? Scheiße, jetzt nicht. Guck, da ist noch eins. Das muss halt überlegt, ich wollte schon sagen, wann verschwindet es dann? Anscheinend überhaupt nicht. Alter, dieses Feuerviech nervt mich total gerade. Sonst hält er sich von hinten angreift, tue ich doch auch nicht.
Bin wenigstens so normal und greife von vorne an. Oder ich tue wenigstens so, als würde ich von vorne angreifen. Ach, dieses Scheißviech. Was ist jetzt? Alter. Wieso kann ich das nicht mal irgendwie... Eisflechter, die Legende nach... Ups. Die Legende nach... Ist der Eiswächter die älteste aller Eiselemente, wie seine keinerlei Artgenossen greift es mit Eismagie an, indem es kamikaze-gleiche Attacken aussehen, die den Gegner in Eis erstarren machen. Wie alle Elemente ist es verletzend durch Magie. Okay. Sind das jetzt die Viecher oder was? Das Magie-Ding ist... Ach. Ich hab mich mal... Erst will ich die Dinger loswerden, dann könnt ihr mitmachen. Warte, was? Und es ist kaputt. Nicht. So können wir nicht. Und der... Feuerwehr! Du bist dran! Die ganzen Viecher nerven schon. Das ist voll so der Kampf tot. Waren da noch welche? Habe ich irgendeinen auch? Da hinten ist noch einer. Da oben ist irgendwas anderes. Komm ich denn darüber? Das kann ich aber auch machen, wenn ich hier alle umgebracht habe. Aber erst das. Irgendwie kriege ich das auch nicht mal angefasst. Ich kriege ja nicht mal anvisiert. Soll ich auch irgendwo kommen? Ach ja, wahrscheinlich durch die Treppe. Ja, wie soll ich das Viech denn? Meine eisernen. Das war das Falsche! Dein Ernst? Ich kann das andere aber auch irgendwie nicht anvisieren, sehe ich gerade. So, jetzt. Das war schon wieder das Falsche! Läuft. Das will nicht. Davon habe ich sogar noch mehr hier. Ne, das ist doch zwei. Wieso kann ich das da hinten anvisieren, aber das hier vorne nicht? Egal. Ups, das war das Falsche. Falsche Attacke. Hä? So jetzt. Endlich, so. Dasselbe machen wir jetzt auch nochmal mit dir. Würde ich gerne, aber dich kriege ich immer noch nicht anvisiert. Hallo. Naja. Egal! Ich töte euch eh alle! So, jetzt bin ich mit dir alleine. Hey, ist es dein Ernst? Wieso krieg ich das so nicht anvisiert? Ich bin auch nicht wirklich verletzt, sehe ich gerade. So, hier ist auch noch eins. Naja, dann nehme ich halt das Ding mit in die Luft. I believe I can fly. I believe I can touch down. Die ganzen sich ja ein bisschen verretten. Gut, dann muss ich da hinten mal hin mit meinem wunderbaren Doppelsprung, was nicht funktioniert hat. Welch ein Wunder. Dann will ich halt so. Das war schon wieder das Falsche. Ich meine, ich liebe die Attacke, ja, ne? Aber das wird ein bisschen leicht nervig gerade. Jetzt aber ab mit dir in die Luft. Da. Aha. Da hinten ist noch eins. Okay, da ist auch noch eins. Oh! Na komm. Ja.
Gut, dann werden wir mal die anderen Moves, die sich da drum versammeln. Die ich alle so gekonnt ignoriere. Oh ne, das war das. Ist noch eins? Ach ja. Nee, das dürften jetzt eigentlich alle gewesen sein. Aber ich bin noch das Viech. Ach nee, da oben ist ja noch das. Na, ich kann nicht mal gerade laufen. Ja, lass uns alle zusammenspringen. Wieso springe ich jetzt wieder so viel? Da sind drei von den Feuerding-Viecher. Ja, ehrlich? Gut. Darf ich auch nochmal mein Kristall hier kaputt machen? Soll jetzt nicht eins von denen haben. Hallo? Jetzt darf ich endlich das da hinten haben, ne? Jetzt brauche ich das auch nicht mehr. So. Feuerwahn. Ich habe wieder alles voll mit Feuer. Nervigsten Viecher weg. Und dann könnt ihr mir auch nichts mehr. Und jetzt noch die anderen nervigen Viecher. Blutet alle, verreckt elendig. Ich kill euch alle mit meinem Speer. Dun, dun, dun. Oder mit meiner Klinge. Ich hau dir in die Fresse, weil es dir viel Spaß bringt. Aber noch Viecher rum. Ja. So, jetzt dürfen noch keine mehr nachkommen. Doch, dürfen immer noch. Ja, gleich. Das Level mache ich noch zu Ende. Tutet, tutet, verreckt. Nochmal! Ghetto-Gangster-mäßig. Sehr genau, Ghetto-Asiger. So. Muss ich mich beeilen, zu dem Viech da zu kommen. Und da hat nicht gereicht. So, jetzt. Hast gesehen, wie es auseinandergesprungen ist? Da unten ist noch eins. Wie komme ich denn da unten hin? Ah. Hier ist nichts mehr, oder? Ist da oben was drauf? Nein. Kein Artefakt. Jetzt habe ich wieder Donner, das bringt mir wieder nichts. Jetzt habe ich nämlich fast alle Gegner schon. Ne, es geht zu gut. Warte. Todessprung habe ich doch. Da brauche ich 45.000. Das noch eins. Das
Monster. Sieg, ich habe gewonnen. Juhu. Wer ist die Beste? Yay. Ayumi ist die Beste. Naja, eigentlich Charlie. Pff, nein, Quatsch. Oh, krass, den habe ich voll übersehen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich muss noch irgendwie da hinten so hinkommen. Ich weiß noch nicht ganz, wie. Das ist mir jetzt zu hell gewesen. So hell finde ich auch nicht schön. Komme ich jetzt da hinten hin? Das ist eine gute Frage eigentlich. Jetzt muss ich mich von da so lang vielleicht. Ich weiß, von da so lang ist nicht unbedingt deutsch, aber gut. Ist voll hell. Sie macht das immer nur, wenn sie es nicht machen soll. Alter, kannst du damit aufhören? Das will ich nicht. Ey, das sah aber sehr suspektmäßig falsch aus. Wie muss ich denn da ganz hinten hin? Kann ich da nicht irgendwie leichter irgendwie hin so? Ich kann ja mich nach oben porten. Kann ich nicht. Ich habe nicht genügend Rage. Ups. Jo, Frage, wie komme ich jetzt dahin? Gut, das ist eine gute Frage. Erst recht, weil dieses Missstück, diese wunderbare Person, die will sie mich verarschen, sonst macht sie die Rolle auch nicht. Und jetzt kann sie nicht mehr vernünftig springen. Das ist so der einzige Weg. Vielleicht hole ich mir das Ding auch nicht, aber ich will das haben. Das ist, glaube ich, sogar ein Stück. Da muss ich das ganz... Nee, das ist nur wieder so ein... Wo ich nicht weiß, was das ist. Okay. Von mir aus auch so. Nein, nicht so weit. Alter, ich Grobmotoriker soll hier rüberfinden. Das ist schon wieder ein bisschen gemein gemacht. Das sag ich, weil die Frau nicht darauf hört, was ich will. Die macht einfach so unbedingt, was sie will. Wir sind uns da noch nicht so ganz einig, muss ich gestehen. Wer hier? Die Karten in der Hand hält. Gut. Jetzt muss ich nur noch darüber kommen. So, jetzt fahre ich so. Ja, ich hab's. Es sind nur relativ viele Sekunden. Toll. Ganze Mühe umsonst. Naja, okay. Dann haben wir das Level soweit durch, denke ich mal. Ich denke, wir haben alles wichtige Sachen gefunden. Dann stelle ich mich jetzt mal. Oder ich gehe erstmal durch. Und dann. Ach so, das Ding kann ich auch noch mitnehmen. Und dann dadurch. Hä? Hä? Da speichere ich mal, wenn die mich da nicht durch... Was war das? Ich verwissere mich. Was ist das? Ah, jetzt. Ja, ich habe alle Artefakte. Mehr musste ich nicht. Krieg 1000 extra Seelen. Gut, dann beende ich hier die Folge. Tülü, und ich hoffe, ihr seid im nächsten Massaker wieder dabei. Bis dahin, tschüss.